Im Zweiten Weltkrieg haben sich in diesen dunklen Tunneln Soldaten der deutschen Wehrmacht verschanzt. Heute bevölkert ein friedliches Heer die Bunkeranlage im Westen Polens. Für zehntausende Fledermäuse ist die Festungsanlage aus der Nazizeit Winterquartier. Sie ist Europas größter menschengemachter Rückzugsraum für die Flattertiere. Die Temperatur hier unten liegt stabil bei 7 bis 9 Grad, niemals mehr als 10. Die Luftfeuchtigkeit ist mit bis zu 90% sehr hoch. Das sind ideale Bedingungen für Fledermäuse zum Überwintern. Hitler ließ die unterirdische Festung noch vor dem Zweiten Weltkrieg am sogenannten Ostwall anlegen. Ihren militärischen Nutzen haben die Bunker inzwischen verloren und beherbergen heute ein Museum. Die Verteidigungslinie ist über 60 Kilometer lang mit mehr als 100 Festungsanlagen für insgesamt 24.000 Soldaten. Im zentralen Abschnitt sind 20 Bunker über 33 Kilometer mit Tunneln verbunden. Der geschichtsträchtige Ort wird bei Touristen immer beliebter, aber zum Schutz seiner unterirdischen Bewohner wird der Besucherstrom streng kontrolliert. Schlafende Fledermäuse zu wecken, kann für die Tiere nämlich tödlich sein.